Es gibt vier Formen des vorzeitigen Samenergusses. Kaum bekannt sind die natürlich variable und die PE-ähnliche Variante. PE steht als Abkürzung für Premature Ejaculation, dem englischen Begriff für vorzeitigen Samenerguss. Dieses Video ist das dritte über die Behandlungsmöglichkeiten der verschiedenen Arten des vorzeitigen Samenergusses. Mit anderen Worten, es gibt noch zwei weitere Videos, die ihr euch im Anschluss auf jeden Fall ansehen solltet. Mein Name ist Stefan Buntrock, ich bin Facharzt für Urologie und Sexualmedizin. Auf Eurochannel informiere ich über Krankheitsbilder aus Urologie und Sexualmedizin. Und dabei lege ich Wert auf Dinge, die man vielleicht nicht überall erfährt. Wenn euch mein Kanal interessiert, dann abonniert ihn bitte und drückt die Glocke. Ich beantworte auch gerne Fragen in den Kommentaren, allerdings habt bitte Verständnis, dass dieser Kanal nicht der Rahmen ist, um zu persönlichen Gesundheitsproblemen zu beraten. Falls ihr nicht wisst, welche die vier Arten des vorzeitigen Samenergusses sind, dann schaut euch unbedingt zunächst mein Video hierzu an. Hier erfahrt ihr genau, was es mit der natürlich variablen und der PE-ähnlichen Ejaculatio praecox auf sich hat. Kennzeichnend für jede Form der PE ist der gefühlte Kontrollverlust. Bei diesen beiden Unterformen geht es in der Therapie zuerst einmal um korrekte Informationen. Bei Sexualität handelt es sich auch im 21. Jahrhundert noch um ein stark tabuisiertes Feld und viele werden über Pornos aufgeklärt und geprägt. Dadurch haben viele ganz falsche Vorstellungen über den Zeitraum, den Männer durchschnittlich durchhalten, bis es zum Orgasmus kommt. Was im Porno unrealistische 30 Minuten dauert, ist bei den meisten in 5 Minuten erledigt. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass sich viele Studienteilnehmer fälschlicherweise für PE-Patienten hielten. Trotz normaler Latenzzeiten waren sie davon überzeugt, zu früh zu kommen. Das Unwissen darüber, was eigentlich normal ist, betrifft beide Geschlechter. Das führt wiederum bei den Männern zu vermehrtem Druck, denn wenn auch die Partnerin mindestens 20 Minuten einfordert, gibt es plötzlich ein Problem, wo eigentlich keines ist. Auch das Erregungsniveau spielt eine wichtige Rolle. Ist dieses sehr hoch, wie beispielsweise in einer neuen Beziehung oder auch situationsabhängig, kommt es auch schon mal schneller zum Samenerguss. Damit ist klar, wie die Behandlung dieser beiden Formen aussieht, nämlich keine Medikamente, sondern erst einmal eine Sexualberatung im Paar mit Informationen darüber, was an zeitlicher Dauer erwartet werden kann. Ich weiß, Männer machen die Dinge gerne mit sich alleine aus und sind der Auffassung, Sexualprobleme gingen nur sie selbst etwas an. Das ist jedoch falsch, denn die Partner merken ganz genau, was los ist und es kommt dadurch regelmäßig zu Spannungen in der Partnerschaft. Ganz im Gegenteil kann das Totschweigen die Probleme noch verschärfen, indem sich der Symptomträger selbst noch mehr unter Druck setzt. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, die Sexualberatung zur Sexualtherapie zu erweitern. Was in einer Sexualtherapie passiert, werde ich an gleicher Stelle ein andermal erzählen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen.